In Heidelberg brennt um 20 Uhr die Hütte, weil Mama ist da. 500 Mütter bringen den Heidelberger Club zum Beben. Aber von Anfang an. Wir treffen Nadine, Beatrice und Francesca zu Hause in Plankstadt. Von dem Konzept Tanzen gehen ohne Männer sind die drei Mütter angetan. Ich arbeite den ganzen Tag mit Männern zusammen und habe hier eine Männerwirtschaft zu Hause. Von daher freue ich mich, dass heute keine Männer am Start sind. Francesca ist, seitdem sie Mutter von zwei Söhnen ist, nur noch wenig auf der Tanzfläche unterwegs. Früher war das anders. Also bevor ich Mama war, habe ich keine Party sausen lassen. Ich habe nichts verpasst in meinem Leben. Heute sind die Männer aus dem Haus. Das heißt Mädelsabend mit allem, was dazugehört. Sektchen, Musik und fertig machen. Ja, es ist heute special, weil normalerweise im Alltag hat man einfach gar nicht die Zeit, sich mit Freundinnen zwei Stunden früher zu treffen, Sektchen zu trinken, einfach mal ein bisschen zu plaudern und sich in Ruhe fertig zu machen. Der Alltag ist einfach so spitz auf Knopf und es ist schön, wenn man dann generell eine halbe Stunde Zeit hat, sich alleine fertig zu machen, bevor man dann loszieht und sich mit seinen Freundinnen trifft. Mit welchen Songs man die drei auf die Tanzfläche bekommt? Whitney Houston, I Wanna Dance With Somebody. Hip-Hop, alles was mit Shaken. Wuff, 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 da bin ich dabei. Dieses Taki-Taki. Damit der DJ auch genau diese Songs spielt, ist Veranstalterin Annika Graf bei ihrer Partyreihe immer mittendrin. Als Mutter weiß sie, was die anderen Mamas wollen. Die Uhrzeit macht es ganz besonders, weil es einfach von 20 bis 23 Uhr ist. Somit haben die Mamas einfach noch genug Schlaf. Man weiß ja, wie das ist. Man kommt dann um 4 nach Hause und halt weiß genau, um 7, 8 ruft es Mama und dieses Mama-Ohr hört es. Man kann einfach nicht weiter schlafen, also zumindest bei mir ist es so. Und man ist dann einfach fit am nächsten Tag und man fühlt sich halt besser dadurch. Das Konzept Mamas gehen tanzen haben zwei Mütter aus Norddeutschland erfunden. Annika Graf hat das Konzept in die Metropolregion geholt. Und das mit riesigem Erfolg. Es ist teilweise wirklich so, dass die mich am Schluss umarmen und sagen, danke, dass es dich gibt. Ja? Also dann schreiben die, wann wird die nächste Veranstaltung stattfinden. Also es ist wirklich nur positiv, durchweg positive Rückmeldungen. Einer der wenigen Männer an diesem Abend, Clubbesitzer Murat, er ist auch großer Fan der Veranstaltung. Man merkt, dass die Damen sich total ausgelassen feiern, sich wohlfühlen. Es gibt diesen Zwang nicht, irgendjemandem was beweisen zu müssen. Also es ist einfach ein tolles Feeling, tolle Atmosphäre. Top gestylt machen sich jetzt auch die Mamas auf den Weg. Die nächste Party ist am 12. April in Ludwigshafen. Die wird bestimmt auch geil.